So. Nicht nur das. Das passiert, das ist ein Phänomen, das praktisch jeden Tag sich ereignet, jeden Werktag. Aber es ist auch so, dass auch Sonderphänomene gibt, Sonderveranstaltungen, wie die Woche vom Haas, die Haaswoche, die eben die ganze Bevölkerung mit einbeziehen sollte, natürlich mit Spektakeln wie öffentlichen Aufhängen von Feinden, an welchen unter anderem die Kinder selbst gebracht werden. Ich wiederhole, es ist nicht ein leichtes Buch. Es ist nicht ein leichtes Buch. Wobei eben diese Hasswoche einerseits die Funktion hatte, die Personen sozusagen zusammenzuschweißen, andererseits auch die Personen alle gegen dasselbe Ziel und zwar gleichzeitig zu richten. Und es ist unter anderem interessant, dass eben in der Hasswoche, wie es im Buch beschrieben wird, an einem gewissen Punkt, wenn für 6 Tage von 7, sagen wir, es gegen eine von den anderen 2 Staaten geschimpft, vermaledeit wird, plötzlich Umkehrung, in einer Umkehr, wird gesagt, dass der Feind ist immer der andere gewesen, zum Beispiel Ostasien, und dass Eurasien eigentlich eine annullierte Staat gewesen ist. Und das seit immer. Das heißt, man kann assistieren, man kann beobachten, nicht nur sozusagen eine Änderung der Strategie vom großen Bruder, aber sozusagen eine Art von Zweidenken, das heißt von Negation des Denkens selbst, in dem Sinne, dass die Partei nicht nur sagt, der Feind ist der andere, aber sagt, der Feind ist immer der andere gewesen. Das heißt, negiert das, was bis jetzt gesagt worden ist und modifiziert dementsprechend, und zwar sofort, all die Dokumente, all die Flaggen, all die Manifeste, all die Plakate und so weiter, welche dazu hätte tendieren lassen sollen oder welche ein Zeugnis hätte ablegen können, welche innerhalb von der Partei eine Änderung es gegeben hat. Das heißt, die Partei ist, will sich immer ausgeben als eine Struktur, welche immer denselben Gedanken hat und zerstört alles, was ein Zeugnis ablegen könnte, dass die Partei sozusagen sich die Idee, seine Idee, seine Auffassungen geändert hat. Das heißt, was in der Hasswoche passiert, ist einerseits interessant deshalb, weil es gesehen werden kann, dass die Partei immer Feinde finden will, dass die Partei all die Untertanen sozusagen gegen dasselbe Ziel orientieren will, und zwar gleichzeitig, und zwar alle zusammen, aber auch, dass die Partei in der Lage ist, sozusagen den Hass umzuorientieren, indem die Partei ändert die Linie, indem aber, wobei aber die Partei nicht eingesteht, seine eigene Linie geändert zu haben. Das ist auch ein interessanter Aspekt, welchen Orwell sozusagen in der Massengesellschaft hat beobachten können. Das heißt, wie die Masse auch manipuliert werden kann von einer tüchtigen, gescheiten Propaganda und auch die Tatsache, dass diejenigen, welche die Propaganda organisieren, in der Lage sind, welche die Masse überzeugen zu können, dass nicht nur jetzt so ist, aber dass es immer so gewesen ist. Und dass alles, was früher, was geglaubt wird, eigentlich nur ein Fehler ist. Das heißt, der Eindruck, dass die Lage früher anders war,
eigentlich nur ein subjektiver Fehler ist, aber nicht der Wirklichkeit der Tatsache entspricht. Innerhalb vom Roman ist es so, dass dann Winston Smith für Wochen arbeiten muss, um all die Dokumente zu zerstören, welche sozusagen den Wechsel der Allianz hätten bezeugen können. Das heißt, Zeitungen werden alle zerstört und werden wieder geschrieben, Bücher werden wieder geschrieben, Reden von großem Bruder werden modifiziert und so weiter und so aus. Fotografien werden auch natürlich retuschiert. Das heißt, es gibt eine konstante Umänderung der Vergangenheit, der Chronik, je nach den Bedürfnissen von der Partei. Aber in diesem Sinne spielt die Rolle das sogenannte Zweidenken, im Sinne, dass je nach dem Bedürfnis der Partei soll jedes Mitglied von der Partei bereit sein, das, was in sich selbst mit der Richtlinie der Partei kontrastiert, als eigener Fehler anzuerkennen, bereit sein, diesen Fehler von sich selbst auszuweisen und immer wieder sich an die neue Richtlinien der Partei anzupassen, ohne aber, dass das als Produkt von Zwang, von Angst, von äußerem Zwang wäre, sondern als ob das der inneren Überzeugung von der Person selbst entsprechen würde. Das heißt, die Person soll, je nach den Wörtern von einem der Folterer vor Protagonisten, Winston Smith, das ist im dritten Teil zu lesen, die Person soll sozusagen sich abtöten und praktisch das Gewissen der Partei in sich selbst aufzunehmen, sich eigen zu machen, ohne Zweifel, indem man fast schizophrenisch immer wieder sich selbst belügen soll, indem sich selbst immer wieder betrügen soll. Es wird gesagt, eben in einem Slogan von der Partei, die Freiheit ist Sklaverei oder die Sklaverei ist Freiheit, im Sinne, dass eben das Individuum frei werden kann, nur wenn das Individuum sich total in der Partei auflöst, ohne eine Art Unsterblichkeit erwirbt. Aber was in Staat von Ozeanien an der Macht ist, das heißt die Philosophie von Staat von Ozeanien einerseits, aber auch von den anderen zwei Staaten, Eurasien und Ostasien, wird auch als eine Pflege des Sich-Abtötens. Das heißt, das Individuum soll in der Partei komplett verschwinden, soll in der Partei sich komplett auflösen, soll wirklich eigenen Gewissens sich entbehren. Und praktisch in einer Art von, ohne Zweifel, schizophrenischen Änderung immer wieder der Richtlinie der Partei sich zu eigen machen, welche die Partei von Mal zu Mal entscheidet. Wenn einer von den Slogans von der Partei ist das Schwarz-Weiß, das heißt, dass das Individuum bereit sein muss zu sagen, dass Weiß schwarz ist oder beziehungsweise dass Schwarz-Weiß ist, wenn die Partei das erfordert. Oder anders gesagt,
dass das Individuum bereit sein muss, zu sagen, dass 2 zu 2 mal 2, 2, 2 und 2 5 ist, oder dass 2 und 2 3 ist, je nach den Richtlinien von der Partei. Das heißt, es gibt nicht mehr eine Art von objektive Wirklichkeit. Das ist, was am Ende in der Alp, das ist nicht so leicht zu befolgen, denn das wird gesagt nicht mehr in diese Art von Selbstmeditation von Winston Smith mit sich selbst oder mit der Geliebten. Sagen wir, die ersten zwei Teile vom Roman sind leichter zu befolgen, obwohl sie natürlich sehr, sehr deprimierend ist und sehr, auch sehr gruselig. Trotzdem, sie lassen irgendwie ein bisschen Luft noch einzuatmen. Entschuldigung. Aber im dritten Teil ist praktisch die Sequenz von der Folter, psychologischen und der physischen Folter von Protagonisten an der Reihe. Und natürlich ist es nicht mehr so leicht zu befolgen, was eigentlich von der Partei direkt gesagt wird innerhalb von der Folter. Aber etwas, das herauskommt, eben in dem, eben wenn es gesagt wird, wenn die Partei, wenn der Partei nützlich ist zu sagen, dass 2 plus 2 plus 2, 2 und 2, 5 ist, ist das 5. Oder wenn der Partei nützlich ist, zu sagen, es sei 3, ist 3. Wenn der Partei nützlich ist, es ist 4, ist 4. Wenn der Partei nützlich ist, zu sagen, die Erde ist im Zentrum vom Himmel, dann ist die Erde im Zentrum vom Himmel und so weiter und so fort. Was es gesagt wird, ist, es gibt nicht eine Art von objektiver Wirklichkeit. Von objektiver, von Tatsachen. Abgesehen und unabhängig vom Subjekt. Alles ist zu sagen, alles hängt von der Interpretation vom Subjekt ab, wobei dieses Subjekt nicht das Individuum ist, sondern die Partei. Die Wirklichkeit wird gemacht von der Partei. Wenn die Partei will, dass die Sterne einfach Fragmente von Feuer sind, sind die Sterne Fragmente von Feuer. Oder wenn die Partei etwas sagen will, sind da, sind die Sterne etwas anderes. Aber es gibt nicht eine Tatsache, die der Wert, die Bedeutung, der Sinn von der äußeren Wirklichkeit existiert nicht, abgesehen und unabhängig von dem, was die Partei sagt, von dem, was die Partei entscheidet, von dem, was der große Bruder entscheidet. Das ist das Resultat, welches herauskommt, aber in dieser Reihe von Foltern. Wobei es interessant ist, dass unter anderem gesagt wird, der Protagonist sagt, obwohl er unter Folter steht, ja, aber es gibt sowieso irgendwie die Tatsachen, es gibt die Vergangenheit, es gibt die Fakten. Und der Folter sagt, aber hast du die Vergangenheit irgendwo gesehen? Kannst du die Vergangenheit irgendwie messen? Kannst du etwas von der Vergangenheit tasten? Kannst du die Vergangenheit in den Händen haben? Nein, die Vergangenheit ist nichts außerhalb von dem, was die Partei sagt, dass in der Vergangenheit passiert ist. Es gibt nicht eine Art von objektive Wirklichkeit, sei es in der Vergangenheit, sei es in der Naturwissenschaft, sei es aller Orten, welche voll abhängig von der Partei sein könnte. Die Partei entscheidet über alles. Die Partei hat die Kontrolle über die Natur, die Kontrolle über die Vergangenheit, die Kontrolle über die Tatsachen und hat auch letztendlich die Kontrolle über das Gewissen, im Sinne, dass durch sozusagen eine Art von Umerziehung die Partei kann, und das ist der Fall von Winston Smith, die Partei kann praktisch durch eine Art von eben Gehirnwäsche total eliminieren die Affekte, die Gefühle, die Erinnerungen und so weiter und so fort, welche ein Individuum hat, und
das Individuum mit den Gefühlen, mit den Ideen, mit den Auffassungen auffüllen, welche die Partei selbst will. Und das ist das Schicksal von Winston Smith. Am Ende wird komplett, als Person komplett eliminiert. Kann nicht mehr fast die Geliebte, kann nicht mehr etwas fühlen für die Geliebte oder die Geliebte für ihn, außer Missgunst und Antipathie. Und am Ende, das ist die Tragik von der, vom Buch selbst, obwohl am Anfang Winston Smith komplett isoliert ist, ist er sozusagen ein freier Mann, freier Mensch, denn er kann Gefühle fühlen und kann, mehr als Alexander, kann den großen Bruder hassen. Er hasst den großen Bruder. Auch innerhalb von Folter kontinuiert den großen Bruder zu hassen. Aber wenn er die letzte Probe, wenn er der letzten Probe unterworfen sein wird, wird er so kollabieren, dass er da am Ende des Buches, und das sind die letzten Wörter vom Buch, am Ende er wird den großen Bruder lieben. Am Ende wird er den großen Bruder lieben. Es wird gesagt, innerhalb vom Buch, wenn er diese Liebesbeziehung mit dieser Dame hat, sie können alles machen in uns, für uns, sie können uns foltern, wir werden alles eingestehen, wir werden nicht Widerstand leisten, wir sind zu schwach, aber sie können nicht in uns eindringen, sie können nicht uns von unseren Gefühlen berauben, sie können nicht uns um unsere Gefühle bestehen, um unsere Liebe auch. Sie sagen, ich werde dich nicht verraten und du wirst mich nicht verraten. Das können sie nicht machen. Und am Ende, die beiden sind sich einander, ein letztes Mal, sie sagen, sie können eindringen. Sie können uns zerstören, auch was die Gefühle angeht. Sie können in uns eindringen. Das heißt, das, was eigentlich, könnte man sagen, eine Kritik oder so, eine Distanzaufnahme von Orwell ist in Bezug auf bestimmte Konzepte der Freiheit. Zum Beispiel, wenn man den Stoizismus in Betracht zieht, sagt man, es ist immer von allen Stoikern gesagt, der Weise, der Stoiker, der Weise, derjenige, der die Weisheit erreicht hat, ist immer frei, auch wenn er gefoltert ist, getötet, gepeinigt, gequält. In seinem inneren Gewissen ist sowieso immer ein freier Mensch. Dort kann er so sagen, bleibt er unantastbar. Und in Orwell, bei Orwell sagt, das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Sie können hereinkommen, hereindringen in uns, in unsere Gefühle, das heißt der große Bruder, die Strategie von Folter und Terror, so dass wir so zerstört werden, auch bezüglich unserer Gefühle, auch bezüglich unserer Auffassungen, Ideen, bezüglich unserer Beziehungen, dass wir nicht mehr sind, was wir früher, nicht im Geringsten. Wir haben nichts mehr, das, was wir früher hatten. Das ist das Schicksal von Winston Smith. Das heißt, er ist komplett unterjocht vom Folterprogramm vom großen Bruder. Am Ende, obwohl er am Anfang könnte man sagen, er ist ein freier Mann, er kann nichts machen, aber stoisch gesehen ist er frei. Er hat ein Gewissen, er hat Ideen, er ist nicht überzeugt von der Propaganda. Er hat überhaupt nichts Gemeinsames mit den Ideen von der vom großen Bruder. Er wird sogar immer kritischer. Das ist, was ihn verlieren wird, denn er weiß nicht, aber die Psychopolizei hat ihn schon ins Visier genommen. Und am Ende wird er scheitern. Aber er ist frei, ist ein freier Mensch. Zumindest dem Gedanken nach, dem Gefühlen nach. Aber am Ende ist er komplett zerstört. Am Ende ist er wirklich unmittelbar komplett unterworfen den Auffassungen und Ideen der Propaganda von großem Bruder.
Am Ende ist wirklich, es ist wirklich, man könnte sagen, es ist wirklich schlechter und als ob er gestorben wäre. Und ich glaube in der Tat, wenn ich mich nicht irre, in der ersten Verfilmung, die gemacht wurde von 1984, es ist in den 50er Jahren, am Ende starb er, indem er aber heute, wenn ich mich nicht irre, niedrig mit dem großen Bruder. Er wird hingerichtet. Und das wäre in gewissem Sinne besser für ihn gewesen, denn er wäre sowieso gestorben als ein freier Mensch. Hingegen bleibt am Leben, aber komplett zerstört in seiner Persönlichkeit, in seinen Gefühlen, in seinen Ideen, in allem, was er früher war. Am Ende ist er komplett Sklave, versklavt, verknechtet. Und wichtig ist, dass eben eine Hauptauffassung von den beiden, besonders von Winston Smith, aber auch von der Geliebte von ihm, Julia, ist, sie können uns alles machen, wir werden alles eingestehen. Niemand kann der Folter standhalten, niemand kann der Tortur standhalten. Aber es wird gesagt, sie können nicht in uns eindringen. Und am Ende wird gesagt, sie können in uns eindringen. Sie können in uns eindringen, in unsere Gefühle, Gefühlssphäre. In diesem Sinne ist der Roman sehr, sehr pessimistisch. Aber wie gesagt, ich glaube, es gibt verschiedene Richtlinien, das heißt verschiedene Einflussmöglichkeiten, welche Orwell dazu gebracht haben, diese Stadt zu denken. Einerseits ist es so eine Zeit des Stalinismus, aber andererseits, man soll nicht vergessen, dass er im Buch auf die Inquisition hindeutet. Andererseits einige Maßnahmen, welche innerhalb vom Staat gepredigt werden, wie zum Beispiel die totale Ablehnung der Sexualität, wenn nicht um der Reproduktionswillen. Das heißt, jede Form von Erotismus auch zwischen Ehemann und Ehefrau ist verboten eigentlich. Die Sexualität wird so degradiert als eine Art von Pflicht für die Partei. Und das lässt mich denken, dass einerseits Orwell etwas gelesen haben sollte von den letzten Forschungen in der Psychoanalyse, aber andererseits, dass er auch hier hat hindeuten wollen auf die katholische Kirche, auf die römisch-katholische Kirche. Unter anderem, das ist nicht so, das wird nicht so klar gesagt, aber es ist in anderen Schriften der Fall gewesen, dass Orwell immer sehr, sehr kritisch in Bezug auf die katholische Kirche gewesen ist. In einer Schrift zum Beispiel vergleicht er eben die Strategien von Stalinismus und die Strategien von den Thomisten. Er sagt, die beiden haben nur eines für sich, die Freiheit zu eliminieren. Dass er ohne Zweifel nicht besondere Sympathien für die katholische Kirche hervorkommt, auch aus anderen Texten. Es ist meiner Meinung nach bedeutsam, wie innerhalb vom Buch diese Ablehnung, diese kontinuierliches Reden gegen die Sexualität interpretiert werden. Es gibt zum Beispiel Organisationen wie die Anti-Sex-Liga oder Strukturen von dieser Art. Und hier wird Winston eben von der Geliebten geholfen, im Sinne, dass sie sagte, sie wollen die Sexualität eliminieren. Einerseits, wenn die Sexualität so in einen Zustand versetzen kann, in welchem man kein Interesse mehr hat für den großen Bruder. Das heißt, wenn man glücklich ist, will er nichts mehr wissen vom großen Bruder, von diesen Autoritäten einerseits. Andererseits, sie sagte, es gehört zu einer Strategie von Implementierung von sozusagen hysterischen, von kollektiven Hysterie.
Das heißt, die Nichtbefriedigung wird sozusagen transformiert in den Hass, in den Paraden, in andere Phänomene, welche immer als gemeinsamen Nenner haben, Hass gegen jemanden, Hysterie, wie könnte man sagen, auch Präpotenz, Arroganz, jede Form von Gewalttätigkeit. Das heißt, sie sagt, der Sinn von dieser Ablehnung der Sexualität ist dazu gerichtet, immer eben Individuen zu haben, welche in einen kontinuierlichen hysterischen Zustand leben, Gemutszustand leben können. Und das dient zur Partei, wenn die Partei immer mit den Paraden, mit den Hasswochen und so weiter uns domestizieren will. Das ist, ohne Zweifel sind auch diese Aspekte, die innerhalb von 1984 nicht vergessen werden sollten, meiner Meinung nach. Das heißt, er hat ohne Zweifel nicht nur an den Stalinismus vor Augen gehabt, sondern auch andere Formen von Organisation, von den Impulsen, von den Instinkten, von den Gefühlen, die nicht nur ein Gedankengut von Stalinismus war, sondern eine lange Geschichte schon kennengelernt hat. Das sind einige Punkte, ich möchte, ja, das sind einige Punkte vom Roman. Ich kann auch etwas gerne lesen, um der Orientierung willen, aber natürlich, wenn es Fragen gibt, kein Problem, bin da. Ja, bitte. Wie weit man sich zum Beispiel mit Religion oder mit Gott befasst? Mit Religion und mit Gott. Nämlich persönlich. Ja. Persönlich, ja. Die ganze Schreibweise scheint mir wie ein Schleier, den er bewusst gewählt hat. Ja, es ist nicht so, er hat nicht so. Er hat viele, viele Gesichter. Denn einerseits, Orwell zu erklären, soll man vielleicht einige Formeln, welche benutzt worden sind, zum Beispiel in diesem Cambridge Companion to Orwell, den ich in Fotokopien verteilt habe, dass er eine patriotischer Sozialist war oder ein sozialistischer Patriot. Was eigentlich uns widersprüchlich erscheinen könnte, aber für ihn es nicht war. Das heißt, er sagt, er sollte ein Patriot soll Sozialist sein und ein Sozialist soll Patriot sein. Ein Revolutionär soll patriotisch sein und ein Patriot soll Revolutionär sein. Er ist gleichzeitig eine Person, welche unglaublich auf die Traditionen von Old England versessen ist. Er ist vielleicht, weil das kommt, das scheint durch auch in einem Roman wie 1984. Andererseits ist er ein überzeugter Mann der Linke, Mensch der Linke, obwohl dann es gesagt wurde, er war ein Spion oder er war eigentlich eine Person, der sich als zu der Linke gehörend ausgab, aber war eigentlich ein Tory. Über die Religion hat er meiner Meinung nach nicht ein eindeutiges Verhältnis. Denn einerseits kann man sagen, er eben in der Farm der Tiere, die eigentlich diese Parodie von der stalinistischen Revolution, eine Parodie der stalinistischen Revolution ist, aber nicht im Sinne, dass die Tiere, welche rebellieren, nicht das Recht hätten zu rebellieren. Das heißt, es ist so als eine verratene Revolution. Indem aber er, meiner Meinung nach, nicht sagt, dass die Tiere nicht das Recht gehabt hätten zu rebellieren. Das heißt, die Russen gegen den Zar. Denn der Mann, der Besitzer von der
von der Farm der Tiere ist eben eine Person, eine Figur für den Zar Nikolaus II. Aber zum Beispiel in der Farm der Tiere, er kritisiert in der Person von einem Raben, der heißt Moses, die orthodoxe Kirche. Die orthodoxe Kirche, weil es wird gesagt, wenn noch der, die Geschichte von der Farm der Tiere ist so einfach, ganz plakativ. Die Tiere werden ausgenutzt. Die machen eine Rebellion gegen den Menschen, der Herr Jones, welcher die Farm besitzt. Die wegjagen den Besitzer und nehmen Besitz von der Farm. Nur, es ist so, dass die Schweine, das heißt, sie sind die Bolschewiken, die überhand nehmen und beginnen, die anderen Tiere auszunutzen. Bis wann am Ende, es gibt auch einen Kontrast zwischen den zwei hauptrepräsentativen Schweinen, das heißt, einerseits Schneeball, Trotzki, andererseits Napoleon, Stalin. Schneeball soll entfliehen an einem gewissen Punkt, dann wird als krimineller Spion von den äußeren Kräften. Es kann alles wieder gelesen werden auf der Basis von der sowjetischen Revolution. Was ist der Raben? Der Raben ist derjenige, der immer spricht von der über den Tal hinaussteht, wo es das Paradies gibt und so weiter und so fort. Das heißt, es ist die Personifikation von der orthodoxen Kirche, welche an der Zeit von Nikolaus II. Eben das Spiel von den Herrschenden machte, indem sagte, ja, jetzt das Leben ist so hart, aber dann werden sie Volk, die Remuneration haben. Für eine gewisse Zeit wird von in der Rat der Revolution Moses der Raben weggejagt, aber dann wird er wieder angeführt von den Schweinen. Wieder angeführt. Das heißt, er wird sozusagen hingedeutet, denn das Verhältnis zwischen Bolschewiken und orthodoxen Kirche zuerst Verfolgung, aber dann auch Mitarbeit unter Stalin. Das heißt, praktisch Moses, der Raben, zurückkommt und sagt wieder, den Tieren, die jetzt unter den Herrschaft von den Schweinen sich befinden, dass es das Paradies gibt, über den anderen Tal hinaus und so weiter und so fort. Und es wird gesagt, die Schweine sprachen sehr abschätzig von Moses, aber mittlerweile gab es ihnen auch Bier, sozusagen. Ja, die machen Doppelspiel. Das heißt, die einerseits sagen, das ist natürlich nicht kompatibel mit der Revolution, aber andererseits benutzen die Religion die orthodoxe Kirche. Das heißt, er scheint zum Beispiel zu der orthodoxen Kirche nicht eine besondere positive Einschätzung gehabt zu haben. General von Stalinismus. Er war der anglikanischen Kirche, er gesteht ein, dass die anglikanische Kirche sich in einer großen Krise befindet, aber ausgetreten ist er nie. Bezüglich des Verhältnisses zwischen Freiheit, Individuum und hingegen Kräfte, welche diese Freiheit bedrohen, kommt des Öfteren die Figur von der römisch-katholischen Kirche. Das heißt, der polemisiert, sagt, die römisch-katholische Kirche kann auch die Zeitungen so beeinflussen, dass etwas, das gegen die katholische Kirche spielen würde, nicht erwähnt wird. Die haben Kontrolle in England, sagt er das. Das heißt, er sagt, über die anglikanische Kirche wird immer schlecht gesprochen, über die katholische Kirche nicht. Warum? Warum bestimmte Tatsachen werden hingegen verschwiegen? Weil anscheinend die katholische Kirche einen großen Einfluss ausüben kann auf die Zeitungen, auf die Zeitschriften. Oder anders gesagt, er spricht sehr, sehr schlecht von,
von den Thomisten, wenn er sagt, wie die Stalinisten und Thomisten haben dasselbe Ziel, die Freiheit der Menschen zu zerstören. Ein antireligiöser Mensch wäre meiner Meinung nach nicht, ich habe nicht diesen Eindruck. Aber bezüglich der positiven Kirchen, das heißt bezüglich der Struktur der Kirchen, besonders bezüglich bestimmter Strukturen, hat er ohne Zweifel eine feindselige Attitüde. Und die Inquisition kommt immer wieder als sozusagen eine Vorläuferin, Verreiterin vom großen Bruder. Das heißt, es wird gesagt, die Inquisition hat so und so gemacht vom Folterer selbst. Die haben Rechte, natürlich innerhalb von der, die haben Recht operiert, aber die haben Fehler gemacht, die wir nicht machen werden, wir, der große Bruder, nicht machen werden. Unter anderem wird das gesagt, die Inquisition hat den Fehler gemacht, dass obwohl sie die Personen eliminiert hat, hat sie diese Personen als Helden lassen, werden lassen. Wir wollen nicht, dass unsere Oppositoren, unsere Gegner Helden werden. Und deswegen wollen wir dann die Oppositoren, die Gegner, die wir inhaftieren, so umerziehen und so foltern, dass wir praktisch sie überzeugen, dass wir Recht haben. Und am Ende ist das, was passierte im Falle von Winston Smith. Das heißt, am Ende, Winston Smith liebt den großen Buddhist, der nicht mehr ein Gegner, er stirbt nicht als Gegner. Die Differenz zwischen dem Prozedere von Inquisition, letztes Mal haben wir gesprochen von Bruno, war es eben, dass Bruno als Gegner gestorben ist, als überzeugter Gegner, und ist er zum Held geworden. Winston Smith stirbt nicht, lebt noch weiter, aber lebt noch weiter nicht mehr als Gegner, sondern als Person, welche den großen Bruder liebt, welche den großen Bruder verehrt. Denn er ist so erzogen worden, dass er praktisch seine vergangenen Auffassungen als Fehler anerkannt hat, und zwar mit der tiefsten Überzeugung. Und zwar mit der tiefsten Überzeugung. Das ist die Differenz, welche der Folterer im Jahr von 1984 heraufstreichen will. Das heißt, die Inquisition hat damals diesen Fehler gemacht. Hat den Gegner immerhin als Gegner sterben lassen. Und deswegen gesagt, du wirst vielleicht hingerichtet werden, vielleicht auch nicht. Aber das ist nicht das Wichtigste. Du sollst so transformiert werden, dass am Ende du überzeugt sein wirst von der Güte, von der Stichhaltigkeit der Auffassungen der Partei. Du wirst nichts anderes sein als die Partei. Du wirst nicht mehr Gefühle haben, wie du hast fühlen können. Du wirst nicht mehr der Mensch sein, welcher du einmal warst. Das ist die Differenz zwischen uns und der Inquisition. Aber der große Bruder stellt sich als seine Fortsetzung, natürlich mit besseren Umständen, der Inquisition selbst. Der Inquisition, des Kommunismus, des Nationalsozialismus. Ein antireligiöser Mensch wäre er aber meiner Meinung nach nicht. Nicht im Sinne, dass er etwas gesagt hätte, auch gegen die anglikanische Kirche, denn er hat immer in seinen Schriften so eine Art von fast Sentimentalität für Old England, für den Milchträger, für die Eisenbahnen, auf welchen die Blumen herrschen, und man braucht zu lesen das Ende von Mein Katalonien, wie er beschreibt England, wenn er wieder nach England kommen kann. Das heißt, er war eine Person, welche mit England, was eigentlich in der Tradition von England ist, sehr, sehr verbunden war, und deswegen auch dementsprechend mit der anglikanischen Kirche.
Ich kann nicht sehen, andererseits nicht starke religiöse Empfindungen. Das heißt, er ist zu schlicht andererseits, um wirklich von religiösen Gefühlen wirklich sich bemächtigen zu lassen. Er glaubt er sozusagen an sein 1984, warum hat er dieses Bild geschaffen? Das ist ein Problem, das heißt, das ist heftig debattiert in der Bibliografie über ihn, das heißt, was er hat sagen wollen, ist das das Schicksal, ist das schon anwesend, ist das nur eine Parodie, nur eine Satire? Er hat sich so ausgedrückt, hat er gesagt, alles, was ich sehen kann in unserer Gesellschaft, lässt mich denken, dass wir dazu tendieren, aber dass wir auch die Möglichkeit haben, dagegen zu kontrastieren, entgegenzuarbeiten, entgegenzuwirken. Das heißt, er hat gesagt, dann ist, liegt die Wahl an uns. Liegt die Wahl an uns. Es ist ein mögliches Szenario, er hat gesagt, es ist möglich, dass sich so einstellt, aber wenn wir dagegen rudern, das wird nicht der Fall sein. Sagen, dass er ein Ort Mahner war. Ein? Ein Mahner. Er war ein Mahner, das ohne Zweifel, ja, ein Mahner, ja. Ja. Nämlich, dass er das geglaubt hat. Ich meine nicht, dass es so interpretiert wird, ja. Dass er ohne Zweifel dagegen gemahnt haben wollen, ja, das steht meiner Meinung nach außer Frage, ja. Man kann auch hineininterpretieren und das, was Sie heute gesagt haben, das haben wir sicher nicht mitgekriegt, wie wir das damals gelesen haben. Ja. Wir waren froh, dass wir mit dem Englischen da ein bisschen zusammengekommen sind. Aber das 1984 ist ja wesentlich komplizierter. Ich kann ohne Zweifel auf verschiedenen Niveaus gelesen werden. Es ist gesagt worden, es ist eine Satire, oder es ist ein Albtraum, oder es ist etwas, das er schon irgendwie vom Stalin-Terror verkörpert gesehen hatte. Es gibt unendlich viele Interpretationen. Es ist eine Art von, man hat gesagt, es ist eine Art von Dystopie. Dystopie als Gegensatz von Utopie. Utopie wäre das Positive. Dystopie wäre das Negative von einer Utopie. Das heißt, eine Utopie in gegensätzliche Richtung. Das ist auch gesagt worden, zum Beispiel. Er ist verbunden worden mit anderen, mit bestimmten Romanen wie Brave New World von Aldous Huxley, von Via von Zamyatin und auch von den Romanen von H.G. Wells. Das wird auch bestritten, das heißt, es gibt andere, die sagen, ja gut, es ist möglich, dass er von anderen dystopischen Schriftsteller genommen hat, aber andererseits ist er etwas, das nicht auf etwas mit etwas anderes wirklich vergleichbar ist. Das heißt, er hat bestimmte polemische Ziele, bestimmte Probleme und so weiter und so fort. Es ist ein Zweifel von schwieriger Interpretation. Von sehr, sehr schwieriger Interpretation. Denn auch innerhalb von Romanen gibt es eben diese Varianten, das heißt zum Beispiel dieses Konzept von der Neusprache, welche so
die Sprache so modifizieren will, soll, dass das Denken selbst ein unorthodoxes Denken verunmöglicht wird. Das ist etwas, das in anderen Autoren, welche dystopisch geschrieben haben, nicht zu finden ist. Das Konzept von der Neusprache, von Zweidenken, wobei man etwas macht und mittlerweile überzeugt wird von dem, was eigentlich als Lüge gelten sollte. Als ob es die Wahrheit wäre. Zweidenken. Zweidenken, Zwiedenken wird auf verschiedene Art und Weise übersetzt. Oder ja, von Schwarz-Weiß oder von dieser, man hat gesprochen von diesem kollektiven Solipsismus. Das heißt, die Wirklichkeit ist nicht mehr abhängig vom Individuum, von der Art und Weise, wie das Individuum die Wirklichkeit sieht, sondern von einem Mega-Individuum, die Partei. Diesen kollektiven Solipsismus auch ist etwas, das in der Tradition von den sogenannte anti-utopischen Denkern Fehlanzeiger ist. Es ist möglich, dass er eben mit all denjenigen, welche gegen die, das heißt, gemahnt haben gegen die Gefahr von der Utopie, dass er eben als gemeinsamen Nenner hat, aufpassen mit diesem Gedanke von Utopien, denn diese Utopien dann werden Monster, die werden Albträume. Das heißt, wir denken, wie schön wäre es, wenn es so und so wäre, und dann haben wir einen Albtraum für uns als Resultat. Man soll nicht vergessen, dass die utopische Tradition im englischen Territorium besonders stark war, denn der erste, der unter anderem das Wort gemünzt hat, Utopia, ist Thomas More. Das heißt, hat eine große Tradition, die Auffassung, dass es eine andere Welt möglich ist, welche frei von den Defekten ist, welche unsere Welt hat. Das heißt, Thomas More schreibt Utopia ungefähr 1512, sagen wir. Das heißt, mehr als 400 Jahre vor Orwell. Und das war ein Text, der in der englischen Tradition natürlich eine große Rolle gespielt hat, einen großen Einfluss. Es ist möglich, dass Orwell hat sagen wollen, aufpassen mit Ihnen, mit diesen Theorien von besseren Welten, denn wir wissen nicht, was eine bessere Welt ist, und wir wissen überhaupt nicht, welchen Zustand wir uns ergeben werden. Ja, bitte? Ja. In einem antistalinistischen und antisowjetischen Sinn interpretiert wurde, dann hatte das sicherlich triftige Gründe. Aber nicht die waren entscheidend, sondern entscheidend war die weltpolitische Situation, der Ost-West-Konflikt und der Kalte Krieg. Man muss so bedenken, dass einige Jahre vorher Kritik an der Sowjetunion und an Stalin sakrosankt war. Denn man hat mit der Sowjetunion für Demokratie und Freiheit gekämpft. Und ja, das zeigt, dass Orwell da instrumentalisiert wurde, und das zeigt auch, dass alle diese Phänomene im Westen gleichermaßen vorkommen, subtiler. Ja, ohne Zweifel, aber in der Tat, das ist die Gefahr, meiner Meinung nach, mit Orwell. Denn man hat, sozusagen, auf seinem konservativen Standpunkt so etwas wie die Farm der Tiere gelesen. Als ob er hätte sagen wollen, da die Revolution dieses Schicksal haben, es ist besser, es war besser früher mit dem Zar. Das hat er, meiner Meinung nach, nicht sagen wollen. Denn es wird klar gesagt, unter dem Zar war alles Schlechtes. Nur das Problem ist, wie können wir eine Revolution machen, ohne dass eine bestimmte Klasse dann alles für sich nimmt und praktisch sich einfach dem Zar ersetzt. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Das heißt, seine Kritik gilt nicht der Revolution an sich selbst. Der hat immer sich als Revolutionär angesehen. Nur weil er, was er wirklich vermeiden wissen will, ist, dass es eine Struktur gibt, welche in ihrer Zentralität
eine Wahrheit für alle aufzwingen will. Das heißt, dass praktisch auch die Vergangenheit so manipulieren will, dass die Vergangenheit jetzt so und dann so und dann so, je nach dem Bedürfnis von der zentralen Macht ist. Meiner Meinung nach, sein Verhältnis mit Moskau ist immer problematisch gewesen ab der Erfahrung in Spanien. Denn er ist immer der Meinung gewesen, dass die Revolution, ob recht oder unrecht, man muss natürlich diskutieren, aber dass die Regierung gegen Franco hätte gerettet sein können, wenn die Moskauer Kommunisten nicht die Macht für sich hätte haben wollen. Das heißt, wenn sie nicht begonnen hätten, solche kleinere Parteien wie POUM, das ist das Partido Obrero de Unificación Marxista, welche war dem Gefüge, zu welchem Orwell in Spanien beigetreten war, wenn sie nicht begonnen hätten, diese Parteien, die ohne Zweifel loyal waren, das heißt, sie waren gouvernativ, zu sagen, dass diese Parteien besoldet worden waren von Franco, von den Faschisten selbst. Das heißt, was er hat, gegen hat, ist diese zumindest für bestimmte Perioden gültig gewesen seiende Attitüde von Moskau, all diejenigen, die nicht sozusagen die Sozialdemokraten als Sozialfaschisten zu kennzeichnen. Und er sagt immer, das hat der Linke unglaubliche Schäden angerichtet. Unter anderem auch die Niederlage innerhalb vom Spanischen Krieg. Das ist das Problem für ihn gewesen, dass diese Strategie von Moskau eigentlich den Linksparteien von Westeuropa beschädigt hat. Und sowohl in Frankreich, wie in Deutschland, wie in Spanien. In Spanien für den Bürgerkrieg. Er ist ohne Zweifel die 6 Monate ungefähr, die er verbrachte. In Spanien haben ihn tief schlagartig geändert. Denn seit damals hat er sich immer gekennzeichnet als Sozialdemokrat, der aber gegen jede Form von Totalitarismus ist. Das ist das Problem. Und daraus ist ja auch entstanden seine Polemik gegen all diejenigen Intellektuellen, die die Küche in Paris nehmen und die Ideen, die Auffassungen in Moskau erwerben. Das heißt, er hat gesagt, es gibt so eine zu große Akquiescenz Moskau gegenüber. Das heißt, die Intellektuellen schweigen alles jetzt, weil wir alliiert sind, aber wir sollten nie vergessen, dass wir auch bestimmte Pflichten gegenüber der Freiheit haben. Natürlich ist es nicht der Fall, dass er unbedingt Recht haben soll. Zum Beispiel, wenn ich gelesen habe, dass er unbedingt die Farm der Tiere im Jahre 1944 publizieren wollte, ja, bin ich auch selbst ein bisschen so skeptisch geblieben, so ein bisschen perplex geblieben. Denn 1944 einen Text zu publizieren, der so gegen die Sowjetunion gerichtet ist, so stark, in einem Moment, in welchem der Krieg noch nicht gewonnen worden war, finde ich auch ein bisschen so nicht zeitgemäß. Das heißt, er hat protestiert, hat gesagt, die haben mir nicht erlaubt, mich auszusprechen, wie ich wollte, denn die Farbe der Tiere ist von verschiedenen Herausgebern abgelehnt worden. Und letztendlich ist es publiziert worden, erst nach den Wahlen in Großbritannien 1945, wenn die Labour-Partei wieder an die Macht gekommen ist.
das heißt, was mich ein bisschen überrascht ist, dass er wirklich der strengen Überzeugung war, dass solch ein Text in einem Moment, wo der Krieg noch nicht beendet worden war, ein so großer Krieg, so entscheidender Krieg, wenn er auch bewusst worden war, dass England, Großbritannien den Überfall seitens der Wehrmacht riskiert hatten. Das heißt, er sagt ganz klar, 1940 war ich selbst überzeugt, dass wir wie Frankreich überfallen worden wären von der Wehrmacht. Dass wir nicht in der Lage gewesen wären zu überfallen, dass wir die Deutschen in London, wie früher in Paris gesehen hätten. Dass er, obwohl er dieses Bewusstsein hatte, trotzdem glaubte, dass so ein Text, so stark gerichtet gegen die entscheidenden Alliierten, wie die Sowjetunion, im Jahre 1944 hätte publiziert werden können. Das wäre wirklich zumindest unzeitgemäß, würde ich sagen. Wirklich, die Erfahrung von Spanien ist meiner Meinung nach etwas, das ihn auch bezüglich bestimmter, könnte man sagen, Opportunitäten, bezüglich bestimmter Angemessenheiten hat er blind werden lassen. Denn 1944 könnte wirklich nicht so einen Text publizieren. Nicht, da, weil der Text falsch war, aber Krieg ist Krieg. Und was für ein Krieg? Das heißt, das Manuskript war bereits schon vor dem Normandie-Einfall seitens der Alliierten. Und er wollte diesen Text publizieren, wenn ganz Frankreich noch unter der Nationalsozialismus stand. War nicht das. Ich kann wirklich nicht verstehen. Ja, aber ich wirklich etwas, dass ich sage, ich verstehe nicht, wie er hat denken können, dass das richtige Moment war. Es war eindeutig nicht das richtige Moment. Aber trotzdem hat er immer wieder protestiert gegen diese Abweisung von den Verlegern. Letztendlich hat er einen Verleger gefunden, aber aus Mangel, aus der Rationierung von Papier in England, auch Papier wurde rationiert, und aufgrund von den Wahlen von Juli 1945 wurde dann der Text erst in August, wenn ich mich nicht irre, August oder September 1945 publiziert.